Der Auerhahn ist wieder auf der Piste. Wie geil! Geht's, ihr Lieben? Und zwar natürlich auch zum Skifahren. Es hat 2 Tage lang nur geschneit, angeblich. In Wörgl und auch in München kann man das nicht glauben, weil da hat es gar nicht geschneit. Hier ist alles grün und angeblich ist in Kitzbühel, also da Kitzbüheler Alpenraum, super viel neuer Schnee gefallen. Dementsprechend habe ich die fetten Latten eingepackt. Ja, jetzt mache ich mich auf zum Skigebiet. Also ausschauen tun die Berge tatsächlich weiß. Ich bin schon relativ nah dran jetzt. Aber wie es dann wirklich wird, werden wir sehen, auch natürlich wegen der Lawinengefahr, weil die geht bis zu einer 4. Mal sehen, was wir so haben. Und ja, wir hätten natürlich einige coole Sachen direkt in Pistennähe, weil bei schlechtem Wetter ist meistens nicht ganz so viel los. Und dementsprechend, das könnte ein richtig, richtig, richtig fetter Tag werden. Übrigens, seht ihr, meine Haare sind voll schön. Wir waren gestern Abend noch in der Sauna, das war richtig witzig, im Müllerischen Volksbad. Und da ist jede Stunde auf Kurs. Die Sauna ist so klein, da hockt man voll aufeinander, was ja eigentlich total ekelig ist. Aber dort ist es ein echtes Schauspiel, weil es so eng ist. Man denkt, es passt keiner mehr rein und dann kommen noch 10 Leute. Und dieser Aufgussmeister, der hat sich erstmal reingehockt und hat angefangen zu schwitzen. Wir dachten schon, wir müssen den raustragen. Und dann hat er aber Vollgas gegeben, was aus keinem Morgen geben würde. Also echt verrückt und richtig, richtig geil. Endlich am Berg angekommen, nehme ich euch gleich mal im Zeitraffer mit rauf, denn allein die Wolkenstimmung war schon wieder super schön, auch ohne dass die Sonne direkt gescheint hat. Zeitraffer beim Handschuh anziehen mit Kamera in der Hand ist alles ein bisschen schwieriger. Dann habe ich gleich mal die erste herbe Dämpfung erfahren, denn der Wind hat nicht nur in München geweht, sondern natürlich auch hier in den Alpen und dementsprechend waren sogar Geheimtipps, die eigentlich immer funktionieren, so windverblasen, dass eigentlich nicht wirklich Spaß gemacht hat. Hier seht ihr es ja, ich mache nur ganz komische Abschwungbewegungen und ja, dementsprechend leider nicht so geil. Also die Winterlandschaft war wunderschön, aber die Ritte im Tiefschnee am Anfang wirklich kein Highlight. Hier ein bisschen weiter unten geht es dann eigentlich besser, aber dadurch, dass es so warm war, war es dann auch nicht so toll. Der Auerhahn ist wieder auf der Piste. Wie geil, wie geil. Davon gab es vor ein paar Jahren schon ein ganz berühmtes Video. Das war, glaube ich, eine Frau, mit der hat er so richtig geschmust. Und hier hat er allerdings den Snowboardfahrer so ein bisschen attackiert und der hat ihm leider das Brett drüber gehauen. Ich hoffe sehr, dass ihm nichts passiert ist. Wir waren auch schon mal wirklich in der Nähe und der kann sehr bedrohlich wirken, das muss ich schon zugeben. Und trotzdem ist es ja nur so ein kleines Tierchen. Also, um ganz ehrlich zu sein, es ist zu warm. Es ist schon okay, aber der Schnee ist ganz schön matschig. Oben hat es voll geweht, deswegen ist oben gar nicht so viel Schnee. Und ja, also ab der Hälfte nach unten ist so warm. Deswegen habe ich den jetzt schon ausgezogen. Ist so warm. Das ist aber nicht geil. Es ist schon gut, wenn es ein bisschen kalt ist beim Skifahren. Außer es hat Matschbuckel. Aber beim Tiefschneefahren, hallo Winter, wo bist du? Es hat Schnee und es ist so, so warm. Der Schnee von den Bäumen, der fällt auch nicht so magisch runter, sondern eher wie so ein Kackböllchen, so platsch. So richtig. Es ist zu warm. Viel zu warm. Deswegen muss ich jetzt mal weiter hinter ein Skigebiet, wo es ein bisschen höher ist. Und ja. Der Plan lässt noch auf sich warten. Mal sehen, ob wir den wirklich noch treffen, weil das Problem ist, wenn man sich aufmacht, den guten Schnee nach und nicht wartet, dann zieht es sich natürlich immer weiter auseinander. Aber scheiß drauf, no friends on powder days. Weiter oben war es dann gleich wieder deutlich kälter, aber leider auch schon wieder windig. Also die Wolken da hinten sind jetzt echt so richtig lila. Ich bin gespannt, was da bald noch einbricht. Wow. Hier war es
gerade aber echt mega. Ich hatte die erste Spur richtig gut. Und dann haben wir den Plan doch noch getroffen. Juhu! Das ist ein Skikumpel der allerersten Stunde quasi. Als ich 2006 oder 2007 den Skilehrer gemacht habe, habe ich ihn kennengelernt und er war immer eine Ausbildungsstufe über mir. Ist er übrigens immer noch. Der ist mittlerweile ja staatlich und Skiführer sogar. Ja, das ist mal was anderes wie all das, was ich bis jetzt gefahren bin. Lustigerweise habe ich immer noch so ein bisschen das Sagen, wo es hingeht oder wo es gut sein könnte. Ich weiß nicht, ob er mich das einfach nur machen lässt oder weil er halt doch ganz schön viel am Arlberg ist und ich mehr in den Kitzbüheler Alpen unterwegs bin. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall haben wir guten Schnee gefunden und das ist doch die Hauptsache. Was da hast du da schon wieder verteilen? Das ist die Insta 360. Aha. Da kann ich mich und dich gleichzeitig filmen. Hast du jetzt uns beide drauf? Ja. Okay. Ich kann nach vorne schwenken und nach hinten. Okay. Ja. Geil. Der Tag hat grau und grau begonnen und so blieb es im Großen und Ganzen auch. Aber der Schnee war stellenweise wirklich richtig gut. Nur man musste eben ganz genau wissen, wo. Also es war nicht so einfach wie ja, manchmal an richtig guten Tagen, wenn man einfach überall runterfahren kann. Nee, ganz anders. Es hatte eine Lawinenstufe 4 und da darf man natürlich nur dort ins Gelände, wo man sich absolut gut auskennt, wo man genau weiß, wo es windverpresst ist und wo eben nicht und wo der Schnee reinverfrachtet sein könnte, weil in solchen Gebieten braucht man sich dann natürlich überhaupt nicht spielen und da kann man einfach getrost die Finger davon lassen. Deshalb bin ich im Winter bei guten Schneeverhältnissen sehr, sehr gerne immer im gleichen Skigebiet, wo ich auch schon aufgewachsen bin. Dann hat man einfach noch ein bisschen besser das Gefühl dafür, wo der Untergrund das hergibt und wo nicht. Das kommt ja auch darauf an, wie der Untergrund noch unterm Schnee aussieht. Und da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein. Man sollte sich da auf jeden Fall definitiv nicht spielen und lieber auf Nummer sicher gehen. Und glaubt mir, ich weiß es schon, eigentlich sehen die euch jetzt schon wieder nach Vanlife und Sommeraufnahmen. Aber in Wahrheit kommt der Winter immer erst so richtig ab Ende Januar, wenn nicht Mitte Februar, und da sind wir. Jetzt ist Winter und ich glaube, wir sollten auch einfach lernen, die Jahreszeiten so zu nehmen, wie sie sind und nicht uns nach Weihnachten schon wieder nach Sommer zu sehen, weil dann haben wir Weihnachten leider zum falschen Zeitpunkt gelegt, denn da ist nochmal eigentlich noch Herbst, wenn man ganz ehrlich ist. Ich weiß schon, am 21.12. Winterbeginn, aber da hat es einfach selten Schnee und jetzt hat es mega Schnee. Okay, but first coffee. Guten Morgen. Ein Tag später, ich bin wieder am Weg zum Skifahren. Allerdings soll es diesmal richtig stürmisch sein. Es hat auch ein bisschen Neuschnee. Bei mir hat es noch total geregnet. Hier ist es jetzt zumindest weiß. Schauen wir mal, ob wir hoch können. Gestern war dann plötzlich ganz schön viel gesperrt. Also da war dann auf einmal Sperrschildchen da. Die Lüfte gingen zuerst noch und auf einmal war es dann dicht. Und es war aber nicht windig. Keiner weiß warum. Also mal sehen, was heute so ist. Im schlimmsten Fall kann es auch sein, dass hier alles dicht ist. Das wäre nicht zum ersten Mal. Und dann geht diese Gondel eine halbe Stunde und dann plötzlich eine andere. Da muss man immer wieder Location wechseln. Das ist ganz schön mies. Aber jetzt lassen wir uns erstmal überraschen und ich bin guter Dinge. Ui, ich sehe schon, dass eine Gondel geht. Maya läuft schon mal. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Die Fleck läuft aber, glaube ich, nicht. Naja, werden wir sehen, was passiert. Befürchtet, hier oben hat es jetzt eher Überlebenstrainingswetter und geilerweise am Hängestein 1 haben wir gestartet. Der war dann erstmal geschlossen, keiner weiß warum. Meierl ging, also Ochsalm, hoch, dann, nee, Meierl ging hoch bis zur Ochsalm. Ochsalm war dann noch gesperrt, weiß auch keiner warum. Der läuft jetzt gerade erst an. Dann zur Fleck, jetzt sind wir tatsächlich oben auf der Ermbache. Einmal das halbe Skigebiet durch und ah ja,
bisher noch mehr zu als offen. Na, was sagst du, Flach? Wir sind oben. Wir haben es geschafft. Sind wir stolz auf uns? War das eine Errungenschaft? Ah ja, stimmt. Ein Radrack kam uns dann auch noch entgegen. Wir haben auch noch dem Radrack getroffen. Und jetzt auf der Suche nach Tiefschnee. Ja. Wohin geht's für Schauen uns? Wir mal. Schauen wir mal zum Hahnenkamm. So ist es. Ab zum Hahnenkamm. Es kann nur besser werden, weil der läuft meistens am längsten tatsächlich. Am Anfang hat der Tag ja als reines Desaster begonnen, sodass wir echt noch den Skibus nehmen mussten, was immer ziemlich ärgerlich ist, wenn man eigentlich schon mit dem Auto zur Gondel gefahren ist und dann halt nochmal wechseln muss. Aber es hat sich dann doch noch zu einem richtig, richtig guten Skitag entwickelt und erstaunlicherweise waren kaum andere Freerider da. Dementsprechend konnten wir über 10 Mal, würde ich sagen, die Gondel nehmen und haben so echt einige Skimeter zusammenbekommen. Zurück. Wir sind fast den ganzen Tag den gleichen Lift gefahren, aber es war echt mega. Es hat sich voll ausgezahlt. Also oben war es ein bisschen windverbrannt, dann kam ultimativer Powder und unten war es dann schon voll matschig und dann zum Teil sogar bruchharsch. Aber eine gute Runde, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt ein bisschen kräfteschonend, weil morgen sagt ja auch noch Sonnenschein an. Mal sehen, was dann so geht.